Er beobachtet mich. Immer. Er hört nicht auf. Nie. Ich habe ihn noch nie gesehen. Es ist niemand am Leben, der ihn gesehen hat. Niemand. Alle von ihnen sind gestorben. Alle, die ihn gesehen haben, sind tot. Du fragst, warum? Ich kann es dir nicht sagen. Er beobachtet mich immer. Er hört nicht auf. Nie. Warum? Ich weiß es nicht, aber ich werde es wissen. Bald. Er beobachtet mich immer. Er hört nicht auf. Nie. Saiten hängen an den Bäumen. Ich bin nicht der Erste, den er beobachtet. Und ich werde nicht der Letzte sein. Etwas ist auf ihnen geschrieben. Er wartet auf dich. Ich laufe durch den Wald. Ich weiß, er ist da draußen. Irgendwo. Er beobachtet mich. Ich kann ihn nicht sehen. Er wird das Letzte sein, was ich sehen werde. Das Letzte. Beobachtet immer, ohne Augen. Er tötet meine Familie. Ich sage es der Polizei, aber sie glaubt mir nicht. Stattdessen haben sie mir gesagt, dass es ein Unfall war. Aber ich kenne die Wahrheit. Er beobachtet sie immer. Er hört nicht auf bis zu ihrem Unfall. Hilf mir! Ein Auto hat sie überfahren. Niemand war im Inneren. Niemand! Die Polizei sagte, dass es ein Unfall war. Eine Lüge. Ich weiß es. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, dass er im Auto war. Er hat meine Eltern getötet. Ich weiß es. Er beobachtete sie. Immer. Er hört nicht auf, bis er sie getötet hatte. Kann ich rennen? Ich muss wirklich wissen, wer die Seiten geschrieben hat. Vielleicht konnte er entkommen. Nein, unmöglich. Niemand kann entkommen, wenn man von ihnen beobachtet wird. Niemand. Warum ich? Er beobachtet mich. Selbst in diesem Moment. Ich weiß nicht, warum. Ich habe Angst. Hinter mir hörte ich etwas. Es klingt wie Schritte. Ich drehte mich um, aber da war nichts. Als ich wieder nach vorne schaute, war dort die fünfte Seite. Schau nicht zurück, oder er kriegt dich. Nachdem ich diese Seite gelesen hatte, hörte ich auf zu laufen. Ich sah mich um. Plötzlich sah ich einen großen schwarzen Mann, der hinter einem Baum stand. Ich war geschockt und rannte. Ich habe es immer gewusst. Er beobachtet mich. Er ist hinter mir. Ich bin seine Beute. Ich habe solche Angst. Warum beobachtet er mich? Warum? Ich verstehe es nicht. Er ist hinter mir. Ich weiß es. Ich fühle es. Aber ich verstehe es nicht. Plötzlich stand er vor mir. Ich sah in sein weißes Gesicht. Er war wirklich groß und seine langen, schlanken Arme waren überall um ihn herum und versuchten nach mir zu greifen. Ich schrie, drehte mich um und wollte entkommen, aber ich hätte es wissen müssen. Niemand kann entkommen, niemand. Trotzdem versuchte ich es. Aber es machte keinen Sinn, er war überall. Ich konnte nicht entkommen. Niemand kann entkommen. Ich fiel über eine Wurzel. Er erwischte mich und schlang seine Arme um mich. Pass auf! Es wird gesagt, dass er sein nächstes Opferhaus gesucht hat. Also schau nicht zurück. Denn du könntest sofort sterben. Schließlich weißt du nicht,